Da war ein Irrlicht auf jeden Fall. Jetzt hat er die Viecher mal gesehen. So. Es wird dunkel. Das ist nicht schön. Und der Typ ist natürlich bestimmt nicht mehr da. Oder irre ich mich da? Nicht, irre mich nicht. Ich irre mich. Ja. Ey, das war ja jetzt Betrug, da muss ich ja... Oh, Alter. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Hm. Ist das normal? Ja, ist normal. Ich dachte, das Haus sieht so komisch scheiße aus. Muss ich wirklich nochmal mir irgendwie Kohle ranschaffen? Ey, ich fass es nicht. Oh. Hühner. Blöde Hühner. Hä? Schiebst du mal das Ding mal weg? Entschuldigung. So. Ich dachte, man kann das wenigstens jetzt ein bisschen überspringen, ey. Aber nee. Nur einer. Ist jetzt, oh, wollte schon sagen, drei Stück reicht ja wohl. Jetzt bräuchte man natürlich eine leere Flasche. Oh, die haben wir sogar. Mach doch mal richtig. Ey. Du hast einen Geist vernichtet. Willst du ihn in einer Flasche aufbewahren? Ja. Du hast ein Irrlicht gefangen. Schön. Dann können wir doch jetzt als erstes mal machen. Was, da fällt nichts mehr runter? Ach, halt die Klappe. Gut, dann fällt da nichts mehr runter. Irgendwie sehe ich nichts mehr. Ist das normal, dass es jetzt so stockdustern ist? Also, dass man hier gar nichts mehr sieht? Weil irgendwie sehe ich jetzt Hugeln. Wird aber schnell wieder hell. Wird jetzt schon wieder Tag? Wäre sehr optimal. Hi. Oh, ich brenne. Aber ich glaube, für diese Lichter kriegt man nicht viel. Kann das sein? Ja, folg mir mal. Kann ich dich gleich direkt absetzen? So. Hallihallöchen. Na, mein Junge, hast du ein Irrlicht oder ein Nachtschwärmer dabei? Ich gebe dir 10 Rubine für ein Irrlicht. Für einen Nachtschwärmer erhältst du 50 Rubine sowie 100 Punkte. Du hast bitte 0 Punkte auf dem Nachtschwärmerkonto. Gut. Oh, du bringst mir etwas. Nun, lass sehen. Es ist ein Irrlicht. Hier sind 10 Rubine. Vielen Dank. Oh, ein Herz. Was wir jetzt eigentlich nicht gebrauchen konnten. Oder hat man irgendwie Lebenspunkte verloren? Ich glaube nicht. Ja, komm. Triff, triff, triff. Scheiße. Da ist nichts drin. Fies. Ja, und noch einmal. Oh, das nehme ich doch alles so mit. Dann können wir jetzt endlich zur London Farm gehen. Hauen wir dem erstmal wieder ein bisschen out of small. Ich hoffe, dass wir diesmal wenigstens irgendwie durchkommen. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt nochmal 10 Minuten dran zu verschwenden, bis wieder ich 50 Rubine besitze, um 2 Runden gegen ihn zu gewinnen. Ist nämlich alles andere als sehr, sehr unterhaltend. Ist sehr langweilig. Und ich wollte eigentlich auch noch woanders hingehen. Tap, 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 tap. Und wir sind da. Natürlich ist jetzt Nacht.
Das müsste jetzt die Hymne des Lichts gewesen sein. Der Sonne. Genau. Ist wieder Tag. Kann man echt gut gebrauchen. Sonst gibt's nämlich kein Pferd für uns. Und da kräht auch schon der Gockel. Und es sieht nach Regen aus. Da ist er. Ah, ja. Ich möchte. Nein, das brauchst du nicht. So. Das passt schon eher nach Ipona. Oh Mann. Ah, wo bist du, Pferdchen? Da kommst du schon alle gereitet. Hinauf. Nee, 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 brauchst nicht. Genau. Ich weiß, dass ich nicht schlecht reite. Ja. Ja. Es ist... Ah! Nee, jetzt haben wir verloren. Ich glaube nicht mehr an den Sieg. Oder doch? Wenn der Controller mir jetzt nicht aus der Hand gleiten würde. Alter! Mann, du Scheiß-Controller! Ich voll aus der Hand geglitten. Scheiße. Mann, ich hab keinen Bock jetzt hier nochmal. Oh Mann, du gehst mir auf den Zünder. Kann ich jetzt wenigstens diesen Scheiß... Ja! Oh Mann, Alter, das ist so nervig. Dieser Scheiß-Controller hier nicht gewesen. Der hat nämlich komischerweise am Anfang gleich gebockt. Kann ich auch damit noch irgendwie... Ne, es scheint mir gerade nicht so. Schade. Jetzt wieder 50 Rubine, ey. Oh Mann, Alter. Nervig. Den Gaul brauchen wir sogar. Sonst will ich das nicht machen. Mann, 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 Mann. Echt zum Kotzen. Und so ist er vollkommen gerade, der Controller. Und dann möchte ich auch, dass du in diese Richtung verdammt nochmal diesen scheiß Gaul da anbetreibst. Nervig. Einfach nur nervig. Ist halt auch ein N64 oder so, da darf man von der Steuerung nicht allzu viel verlangen. Was heißt still, Navy? So, da müssten wir wieder 20 Rubine bekommen. Eine bessere Geldbörse wäre jetzt auch nicht schlecht. Ich glaube, die kriegte man durch dieses Gultillas. Ja, das wüsste ich selber nicht mehr. So. 60 haben wir mal schon mal. Das ist schon mal ein Vorteil. Dann machen wir halt nochmal 40 und dann ist es schick. Dann hätten wir zumindest wieder 99.